Survival-Notnahrung, ja, da gibt es drei Kategorien. Die eine Kategorie ist, du gehst raus in den Wald, in die Natur und findest wilde Nahrung. Gut, das ist das eine. Das zweite ist, du baust Nahrung an, nämlich in einem Garten. Und das dritte ist, du hast einen Vorrat. Und im Vorrat, da gibt es unterschiedliche Dinge, die da reingehören. Aber eine Sache, das sind solche Teile hier. Ich habe hier ein Beispiel, nämlich Konvar. Und der eine oder die andere wird sich jetzt denken, oh, schon wieder irgend so ein Energieriegel, Survival, Langzeitnahrungsklumpert. Dass das nicht die Lösung für alle Probleme ist, das ist bewusst, das ist ganz klar. Aber es gibt ein Einsatzgebiet, wo genau diese Regeln das Richtige sind. Und wenn du wissen willst, ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Wir haben jetzt die drei Kategorien schon besprochen. Ne? Wildnis, Natur lassen wir weg und wir lassen auch das alles mit Garten und so weiter weg. Da haben wir ganz viele Bücher schon dazu gemacht. Das ist auch ein Teil von der Krisenvorbereitung, aber das ist etwas für langfristig. Für kurzfristig brauchst du Nahrungsmittel daheim. Und das können Reis, das können Nudeln sein, das gibt's günstig, das ist super, das kannst du immer wieder auswechseln, das ist genial. Das hat man einfach mit dabei, sagt auch der Zivilschutz. Das ist cool. Doch es gibt etwas, und das ist ganz entscheidend, was du bedenken musst. Reis, Nudeln, all dieses Zeug, das muss man kochen. Wir haben viel experimentiert, die Manuela Keiner und ich, also Manuela Keiner ist die, mit der ich immer diese tollen Bücher hier mache. Und natürlich geht das, man kann die Nudeln weich machen und man kann mit Kochkisten arbeiten, das ist alles okay, aber so richtig cool ist es nicht. Und im Falle von Energieengpässen, zum Beispiel einem Blackout oder was auch immer, wird es vielleicht schwer, etwas kochen zu können. So, das ist mein Punkt A. Punkt B ist, wenn wir in die Vergangenheit schauen und uns nahe Krisen anschauen, humanitäre Katastrophen, sei es in Haiti irgendwelche Erdbeben oder in Afrika Hungerkatastrophen, dann wurde zum Beispiel andere Survival-Nahrung ausgegeben. Ja? Also ich habe jetzt hier beispielsweise Konvar, aber das ist nur eine Möglichkeit. Dass das alles billige Eigenwerbung ist, muss auch klar sein, weil wir verkaufen das natürlich. Und auch die NRG und BP5, alles im Shop, kriegst du unten den Link, schau dir das an. Aber die sind dann nachher, diese, egal welche Firma das jetzt ist, wenn das über die UNO oder andere Hilfsorganisationen dort ausgeliefert wird, ist das dort Zahlungsmittel übrigens auch. Also die Leute, die die Möglichkeit haben, an diese Quellen anzuzapfen, ich sage das jetzt mal so ganz salopp, dann können die mit dem tauschen. Das heißt, das hier ist auch ein Tauschmittel, kann möglicherweise eines sein, so muss man es richtig sagen. Das heißt, diese Dinger, die halten bis, die hier halten jetzt bis zum 11.03.2040. Ja, also doch einige mindestens und wahrscheinlich noch viel, viel länger. Und das ist ja etwas, was man tauschen kann. Übrigens, auch MREs, die im Bosnienkrieg von den Amerikanern oder von anderen Alliierten in die eingeschlossene Stadt Sarajevo gebracht wurden, waren Tauschmittel. Also, okay? Das heißt, da gibt es noch eine Komponente, was ein Vorrat sein kann. Und wir dürfen nicht immer von Mad Max ausgehen und all, sondern reden wir einfach von Krisen und Katastrophen, die real sind, nicht in einem Film, sondern die aktuell in dem Moment, wo du das Video anschaust, humanitäre Katastrophen, und auch in der Vergangenheit, in der nahen Vergangenheit passiert sind. Wie ist das gelaufen? Da soll man hinschauen, nicht auf Mad Max. Und da ist das Tauschmittel. Das kann sein, möglicherweise. Und das nächste ist, das funktioniert auch ohne Strom, ohne Energie. Das ist cool. Ne? Und was wir bei dieser Konva-Sache so taugt, ist, dass die transportabel ist. Schau mal her. Ich nehme jetzt hier den Schokocino. Gibt es drei Arten, zeigt dir das dann. Den steckst ein. Der passt in jede Tasche und ist hoch gesundheitliche Aspekte, bitte, da schreiben wir dann auch immer wieder viele Leute, der ist ungesund, schau dich an. Ja, ich weiß, dass ich ein wamperter Kerl bin, wie man in Österreich sagt, aber das liegt nicht an dieser Nahrung hier. Und wenn du nichts zum Essen hast, dann wirst du auch den Fensterkit essen. Auch da gibt es genug Beispiele. Stichwort St. Petersburg im Zweiten Weltkrieg oder Sarajevo. Da werden Sachen gegessen, die man sich nicht vorstellen kann. Daher, der gesundheitliche Aspekt soll hier jetzt mal weg sein. Du hast hier 120 Gramm. So verpackt, schau mal, wie flach das ist. Das ist super, extrem komprimiert. 100 Gramm von dem, und das hat 120 Gramm, also noch einmal 20% mehr, ja, hat 475 Kalorien.
Das heißt, dieses Backerl hat an die 600 Kalorien. 600 Kalorien. Wenn du jetzt 2 nimmst, hast du 1200 Kalorien. Und wenn du 4 nimmst, kommst du 2 Tage damit durch. So ein kleines Backmaß. Und das kannst du verteilen. Es muss nicht alles im Rucksack sein. Es kann eingesteckt sein. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Ja? Dass man, wenn man in Bewegung kommt, auch Nahrung zur Verfügung hat. Das muss man einfach einmal so hinnehmen. So, wie funktioniert das Ganze? Aufreißen, ziemlich simpel. Aufmachen und dann kommen hier 2 Riegel, die dann noch einmal verpackt sind. Schau mal, ja, die sind dann noch einmal verpackt. Das aufzukriegen, das ist gar nicht so einfach und natürlich habe ich jetzt mein Messer nicht da. Jetzt muss ich aufreißen. Das sind die Messer der Natur. Unter anderem. Bah, bröselt gleich auseinander. Schau her. Das hier, so schauen die aus. Und kannst du nicht gleich runterbeißen? Das ist Schokocino. Und Schokocino passt exzellent zu Kaffee, wie ich meine. Wirklich. Wie ein Keks. Also, ich hoffe, dass das in Deutschland auch Keks heißt. Ich weiß es nicht. Die man dazu kriegt beim Kaffee. Österreich hat eine gewisse Kaffeekultur, zumindest da, wo ich herkomme. Und da legt man irgendwelche netten Süßigkeiten mit dazu. Das ist der Grund, warum der Reine so wampert ist. Ja? Und weil er sich zu wenig bewegt. Aber die sind wirklich gut. Die sind wirklich gut. Die haben einen Geschmack. Das ist Schokocino. Dann gibt es Erdnussbutter. Und dann Multivitamin. Die sind ein bisschen süß, aber ich habe jetzt extra den aufgemacht. Zum Kaffee. Du kannst auch hergeben und das runterbröseln. Schau mal her. Da kommen dann kleine Brösel. Und die, und das ist ein Geheimtipp, die haust da rein zum Beispiel in den Kaffee. Und man rührt das dann um. Und macht sich daraus ein Papi. Ja? Wenn du das vielleicht kennst, es gibt Leute, alte Leute, die keine Zähne mehr hatten, das war so ein früher Brauch, die sich die Semmel oder das harte Brot in den Kaffee eingelegt haben. Alles solche Dinge. Du kannst Suppe daraus machen, du kannst es verkochen, du kannst dann Brei machen, du kannst Müsli daraus machen. Das hier ist super. Ist natürlich auf Weizenbasis gemacht, also nichts für Glutenunverträglichkeiten, ist ein bisschen ein Problem. Aber dann leg dir das trotzdem heim und tausche es gegen was anderes ein. Die sind wirklich gut. Weil die Energy 5, gell, vielleicht schon einmal gehört, diese BP5 sind auch Weizenriegel, aber die schmecken irgendwie wie eingeschlafene Füße. Weißt du, wie eingeschlafene Füße schmecken? Wie Energie 5. Also wirklich zum Speiben, sagt man in Österreich so. Was du unbedingt dazu brauchst, das darf man nicht vergessen, du brauchst dazu Wasser. Also es ist absolut notwendig, weil es eine trockene Geschichte ist, aber keine unangenehm trockene Geschichte. Ich meine, alles billige Eigenwerbung, ist klar. Gib da unten den Link, bestell einmal ein paar. Die sind auch jetzt nicht so teuer. Aber wenn du das anschaust, ich hoffe, die Kamera schaltet scharf, so. Das ist wie ein Keks und schmeckt auch wirklich gut. Und auch meine Kinder essen übrigens das, besonders das Multivitamin. Und das schmeckt ihnen, weil es eine Süße hat. Ja? Und funktioniert genau nach demselben Prinzip. Also, du hast 2 Riegeln verpackt da drinnen und kannst dann auch noch einmal teilen. Das heißt, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und man macht jetzt, weil man unterwegs ist, und da ist das hier wirklich super. Das brauchst du nicht kochen, das packst du aus. Aber du kannst es natürlich verkochen und dann hast du einen warmen Papi-Brei. Wirklich super. Und man kann das aufteilen und jeder kriegt ein bisschen was davon. Also meiner Meinung nach ist das eine gute Sache. Und das sage ich nicht nur, weil ich es verkaufe, klar, sondern weil ich das genau so meine, wie ich das sage. Okay? Das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst in deinen Krisenvorrat ganz normal Reis, Nudeln, Konserven, alles das, was du sowieso immer wieder drehst oder wie auch immer, ja, was da reinkommt an Konserven, ja, lange haltbar, fire and forget, ja, so wie wir fire and forget Pflanzen haben beim Anbauen in unseren Büchern, kriegst du auch unten den Link, da haben wir die fire and forget Pflanzen, anbauen und vergessen, ernten und essen, ist das Pendant im Krisenvorrat, okay? Die Dinger kosten jetzt aktuell, wo ich das Video mache, ich weiß nicht, wie es in einem Jahr oder in 2 Jahren ausschaut, ja? Aber unter 2 Euro ein Stück. Jetzt weiß ich, dass du sagst, jetzt ein Backerl Reis kriege ich um 1 Euro 100 Gramm und das kostet das Doppelte. Ja, aber das ist original luft-wasserdicht verpackt.
Das kannst du ins Wasser einlegen und es passiert nichts. Und der Reis ist genauso lang haltbar bei idealen, und das ist der Punkt, idealen Lagerbedingungen. Ein Reis, der trocken und bei vernünftigen Temperaturen gelagert ist, geschützt vor Lagerschädlingen, das ist das nächste, hält auch ewig, genauso wie das ewig hält. Aber das ist schon fix fertig verpackt und muss nicht gekocht werden. Und jetzt meine ich das Folgende, weil ich schon weiß, dass das kommen wird. Und dass da ist, aber es geht mir nicht darum, das zu verkaufen, ist wichtig, sondern um den Knoten bei manchen Leuten im Kopf zu lösen. Es macht keinen Sinn, nur das daheim zu haben. Da gibt es dann von Conva, man kann es da auch kaufen, wenn du das willst. Fix fertige Pakete, 7 Tage, das stellst du dahin für Schweinegeld. Kannst du auch kaufen, ist kein Problem, ja? Aber das muss ja nicht unbedingt sein, außer du hast so viel Geld, dass du sagst, mal wurscht. Aber stell dir ein Paket zusammen aus Reis, Nudeln, Konserven, wie es dir halt beliebt, aber auch so etwas hier. Muss ja nicht unbedingt die Firma hier sein. Weil das voll super zu transportieren ist, extrem gut schmeckt, alle drei schmecken extrem gut. Ich kann gar nicht aufhören zum Essen, ich meine wirklich ernst. Ja? Und es ist luftdicht verpackt, du kannst es leicht transportieren, es ist ein gutes Tauschmittel, es ist für daheim, aber auch für unterwegs genau die richtige Lösung, verkochbar. So, es tut mir leid, dass ich mit offenem Mund jetzt rede, aber Dogman, also so muss das sein, genau so, und es darf nicht anders sein, weil sind hier nicht passend in der Krisenvorbereitung. Survival of the fittest. Und mit fit ist nicht unbedingt nur gemeint, der am meisten Kilogramm heben kann, sondern der fit passt. Das ist das englische Anpassung. Es muss nicht der Stärkste gewinnen, du in gewissen Sachen, sondern der sich am besten an die Situation anpassen kann. Fit. Ja? So gut Englisch kann ich auch noch. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt drinnen. Und Ausrüstung und Vorräte geben uns Menschen die Möglichkeit, uns anzupassen, zu fitten sozusagen an die äußeren Gegebenheiten. Und Reis und Nudeln sind günstig und macht das und ist cool, aber die haben ihre Grenzen. Und da, wo Reis und Nudeln als Krisennahrung aufhören, fängt so ein Zeug hier an. Und die Kombination macht's. Okay? Philosophische Worte von René Rossmann. Das hat man braucht, gell? Kaffee trinkend, essend, solche Sachen erklären. Nein, ernsthaft. Ich glaube, ich habe lang genug drüber gesprochen. Und es ist klar, worum es dabei geht. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Hol dir die. Mein Favorit. Mein Favorit ist Schokocino. Aber das ist halt so. Bei den Kindern ist es Multivitamin, das kommt am besten an. Und ja, ich meine, das Erdnuss-Dingsbums ist auch in Ordnung, wenn du auf Erdnuss stehst. Ich sag's auch so, obwohl ich sie verkauft sozusagen, die schmecken mir nicht so gut. Das zweite sind meine Favoriten. Also, süß, so fruchtig und ein bisschen kaffeeig. Das war's. Okay? Das war's. Schau das an, schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Sei auch bei meiner Oma-Liste dabei, diesen kostenlosen Newsletter, gebe ich da auch unten den Link. Da kriegst du erstens einmal die Infos, was meine Oma im Krisenvorrat hatte, das ist das eine. Und da haben wir auch über diese Themen schon einmal gesprochen. Da gibt es ein Video in diesem Kurs, in diesem Newsletter, in dem ich sage, dass das hier nicht die einzige Lösung ist. Und das ist das Pendant-Video zu dem Video hier, nämlich um zu erklären, warum auch Reis und Nudeln interessant sind und wie man das am besten machen kann. Also melde dich auch dort an, auch das lohnt sich. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mal einen Kommentar, Abo dalassen für andere Videos. Da geht es in meinen Shop zu dem Zeug. Anderes Video zum Anschauen. Es hat mich gefreut und mein Motto in diesem Zusammenhang, don't be scared, be prepared, sorge dich nicht, sondern sei vorbereitet. Das ist der einzige Weg. Prost und Mahlzeit.